Bei uns im Domradio-Gespräch ist heute Prälat Norbert Feldhoff. Langjähriger Generalvikar im Erzbistum Köln und viele Jahre Dompropst hier am Dom, quasi der oberste Chef, um nur einige Stationen aus seinem Leben hier zu nennen. Wir führen heute das Gespräch mit Ihnen, Herr Prälat Feldhoff, aus Anlass Ihres 80. Geburtstags. Sie haben in Ihrem Leben viele Bilanzen immer wieder vorgelegt bekommen. Wie sieht denn Ihre persönliche Lebensbilanz aus? Dass meine Ruhe im Moment gestört ist. Trotzdem sind Sie gekommen, darüber freuen wir uns. Aber wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, was steht da auf der Habenseite? Ich habe wirklich, und das ist jetzt keine Formel, unendlich viel zu danken. Wie ich Priester geworden bin, das ist jetzt eine etwas komplizierte Aussage, weiß ich gar nicht. Das ist gewachsen. Es gibt keinen Augenblick, wo ich gesagt habe, jetzt wirst du Priester, ist ganz allmählich gewachsen. Sodass ich sagen muss, auch das ist mir geschenkt worden. Ich musste Ja sagen dazu. Kaplan wurde ich in Neuss, das war ein Geschenk für mich. Ich kannte Neuss aber gar nicht, obwohl die Wohnung in Neuss nur 12 Kilometer entfernt war von der Wohnung meiner Eltern. Es war ein völliges Neuland, eine Liebe auf den ersten Blick, wunderschön. Dann wurde ich Sekretär vom Kardinal Höffner. Den hatte ich einmal bei einem Gottesdienst gesehen. Er kannte mich nicht. Wer mich vorgeschlagen hat, habe ich trotz meiner späteren Aufgaben nie rausgefunden. Das ist ein Glücksfall, ein Geschenk gewesen. Dann war ich 35 Jahre. Mein Vorgänger Peter Nettekoven wurde Weihbischof. Und dann kam der Kardinal auf mich zu. Ja, jetzt suchen wir einen neuen Generalvikar, wer wird das? Ich habe ihm, hatte ich natürlich überlegt, 3 Vorschläge gemacht, sagt er, und Sie? Ja, wie gesagt, also ich bin zu jung, ja, müssen Sie mal überlegen. 20 Tage später haben wir lebten zusammen, haben zusammen gearbeitet, gegessen, die Messe gefeiert. Ich habe das Thema nie mehr angesprochen. 20 Tage später kam er und haben sich das überlegt, ja, nun habe ich eine ähnliche Veranlagung wie Höffner mit 10 Thesen. Ich hatte auch 10 Punkte, die dagegen sprachen. Weiß ich heute nicht mehr. Er hatte sich alle angehört, hat sie alle widerlegt und sagt, so, jetzt müssen Sie entscheiden. Jetzt wusste ich, jetzt war ich dran, einmal geschlafen. Am nächsten Tag habe ich gesagt, Herr Kardinal, also wissen Sie, ich mache das im Gehorsam. Da hat er ganz nüchtern gesagt, das geht nicht. Generalvikar kann man nicht im Gehorsam machen. Und dann habe ich entgegen meiner sonstigen Art mit einem biblischen Text argumentiert. Die Jünger hatten also ergebnislos gefangen, dann war Jesus da und hat ihn nochmal rausgeschickt. Er, der nichts vom Fischen verstand, sagt den Fischern, die negative Erfahrung hatten, nun versucht's nochmal. Und dann hat der Petrus gesagt, na gut, gegen seinen Fischerverstand, auf dein Wort hin. Da habe ich dem Kardinal gesagt, ich traue es mir nicht zu, auf Ihr Wort hin riskiere ich das. Also jeder wird mir hoffentlich glauben, dass ich mit 35 Jahren nicht das Ziel hatte, Generalvikar zu werden. Es ist mir geschenkt worden. Als der Kardinal Meissner kam, war das etwas anders. Da hatte ich 12 Jahre Erfahrung und er hat mich dann nach Berlin eingeladen und sagt, ich darf jetzt, ehe ich eingeführt bin, noch nichts entscheiden. Ich kenne eine Menge Kölner. Die einen haben mir gesagt, du musst auf jeden Fall den Feldhoff nehmen, der kennt sich aus, du bist da neu. Und die anderen haben gesagt, um Gottes Willen, nehmen Sie den auf keinen Fall. Dann habe ich gelacht und habe dem Kardinal gesagt, wenn man 12 Jahre Generalvikar war und einigermaßen gut gearbeitet hat, hat man so viele Leute auf die Füße getreten. Da verstehe ich sehr gut, dass Sie vor mir gewarnt worden sind. Aber er hat dann noch nichts entschieden und dann erst nach der Einführung im Dom die Entscheidung, dass ich sein Generalvikar wurde. Und beworben habe ich mich nicht. Auch das wäre, ehrlich gesagt, ganz blöd gewesen. Aber da traute ich es mir schon zu nach 12 Jahren und habe das auch sehr gerne gemacht. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich beworben habe auf eine kirchliche Stelle, war der Dompropst. Ich hatte mit 60 Jahren dem Kardinal Meissner geschrieben und gesagt, ich verstünde, wenn ich jetzt
Schluss machen sollte. Da war ich knapp 25 Jahre Generalvikar. Aber er hat gesagt, mach weiter. Und in dem Gespräch habe ich ihm gesagt, auf keinen Fall weiter als 65. Ich hatte zu oft erlebt, in der Kirche, aber auch in Politik und Wirtschaft, wo Leute zu lange machen und man darf nicht auf das hören, was einem in die Ohren geflüstert wird. Sag, mach doch weiter, das geht gar nicht anders. Der Columba ist noch nicht fertig, der Weltjugendtag steht, das waren damals die Korinthen. Sagen, hintenrum sagt man, hoffentlich geht der Alte. Und deshalb habe ich gesagt, auf jeden Fall Schluss. Und, das gebe ich zu, es gab einen ganz anderen Grund. Bernhard Hendricks Alter kannte ich. Ich wusste, wann der in den Ruhestand gehen musste mit 75. Und ich wollte Dompropst werden. Und das Domkapitel hat Sie 2004 mit überwältigender Mehrheit gewählt, oder? Genau, nicht alle. Auch das war kein Wunder. Aber im ersten Wahlgang bin ich gewählt worden. Aber das war das erste Mal, dass ich mich auf eine solche kirchliche Stelle beworben habe. Und insofern kann ich sagen, mir ist da unendlich viel geschenkt worden, sehr viel Verantwortung, ungewöhnlich viel für das Alter mit 35. Und natürlich habe ich Fehler gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Aber insgesamt, glaube ich, ist es gar nicht so ganz schlecht gewesen. Wenn Sie das Leben als Geschenk betrachten und diese ganze Laufbahn, die Sie gerade noch mal geschildert haben, zeigt das ja. Ein Karriereschritt nach dem anderen, über so viele Jahre Generalvikar nicht ausgetauscht, dann abschließend Dompropst. Es hat sich viel verändert in dieser Zeit. Haben Sie sich auch verändert? Mit Sicherheit. Nur wenn ich jetzt sagen wollte, wie, das fällt mir schwer, da könnte ich jetzt... Vielleicht machen wir es dann an den Personen fest. Zum Beispiel Ihr erster Kardinal Frings hat Sie sozusagen geweiht. Der prägt einen schon mal. Was haben Sie von dem mitgenommen? Vor Frings hatten wir großen Respekt, aber wir waren auch eine Priestergeneration, die sagten, hoffentlich hört er bald auf. Ich habe ihn sehr gut kennengelernt, weil ich als Sekretär ja im selben Haus wohnte. Vor allem imponiert mir bei Frings sein Auftritt beim Zweiten Vatikanischen Konzil, wo er ja ganz entscheidend auf die Entwicklung des Konzils von Anfang an hingewirkt hat. Und der Kardinal war ein gewissen ängstlicher Mensch. Er hat später mit dem Kardinal Höfner öfter darüber gesprochen, ob er alles falsch gemacht hätte auf dem Konzil. Hat er selber Schwierigkeiten und er war außerordentlich klug in der Auswahl seiner Begleiter und Berater. Er hatte drei Begleiter auf dem Konzil. Das war der Konzilskenner Professor Jedin. Das war der scharfe Generalvikar Josef Teusch und der kluge Theologe Ratzinger. Und zu den verschiedenen Beiträgen, die er gebracht hat, standen immer welche von diesen drei Beratern hinter ihm. Und ich glaube, dass kaum ein Bischof so kluge Begleiter hatte. Was konnte ich von ihm lernen? Sicher die Frage, es kommt wichtig in solchen Leitungsämtern darauf an, wen man um sich hat, wen man als Berater hat. Und man darf auch keine Angst haben in solchen Rollen, würde ich jetzt mal so sagen. Nehmen wir dann den nächsten Kardinal. Dann kam Kardinal Höfner, den Sie ja auch über erst als Geheimsekretär, dann als Generalvikar. Ich habe also 6 Jahre als Sekretär bei ihm gehalten und 12 Jahre als Generalvikar, also 18 Jahre. Habe immer gesagt, das ist zweifellos ein hochintelligenter, begabter Mann, ist ein frommer Mann. Für mich ist es aber vor allem der Westerwälder Bauernsohn, der wachsen lässt, das hat er oft gesagt, der von Güte bestimmt war. Mir ging das in manchen Fällen zu weit, seine Güte, wenn wir über einzelne Fälle sprachen. Aber er hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist meines Erachtens der wesentliche Charakterzug an ihm. Und ich glaube nie, dass ich das an Güte erreicht habe, was er an Güte hatte.
Du meine Güte, sage ich da. Dann kam der nächste Kardinal, der Erzbischof aus Berlin. Das war für alle damals in Köln nicht ganz so einfach. Es war ein schwieriger Kardinal, dem Sie aber hier in Köln es ermöglicht haben, Fuß zu fassen und auch als Generalvikar den Weg geebnet haben. Sowohl Kardinal Höfner wie Kardinal Meißner haben im Unterschied zu Wölki heute am Anfang erheblichen Widerstand gehabt. Von Kardinal Höfner weiß man das heute nicht mehr so, aber die jüngere Priestergeneration war ihm sehr skeptisch gegenüber, also meine Generation. Und er hat das allmählich gewonnen durch sein persönliches Auftreten. Er hat jedes Jahr 3 Dekanate selber visitiert und da gefirmt und da haben die Leute ihn kennengelernt. Der Widerstand gegen Kardinal Meißner war wesentlich heftiger. Wesentlich heftiger. Und er hat massiv darunter gelitten. Ich habe dann in einem Gespräch mal gesagt, er hatte von seinem Temperament her die Art, direkt dagegen anzugehen. Und er hat gesagt, das ist nicht unbedingt klug. Also du kannst das nicht einfach stehen lassen, aber nimm dir so einen Deich an der Nordsee als Beispiel. Da steht nicht eine Wand, gegen die die Wellen direkt schlagen, sondern da ist ein Vorflutbereich und die Wellen laufen sich tot. Lass die langsam rankommen. Rede mit den Leuten. Was ich dann vor allem an ihm geschätzt habe, viele Leute haben ja Krach mit ihm gehabt. Und ich kann da beide Seiten, in manchen Fällen konnte ich da verstehen. Wir waren in einem Punkt, da verrate ich jetzt nichts, sehr unterschiedlicher Meinung. Das war die Frage, bleiben wir oder können wir in der Schwangerschaft, in der anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatung bleiben oder müssen wir raus? Ich war und bin heute noch der Meinung, es wäre theologisch nicht unbedingt erforderlich gewesen, dass wir rausgehen. Der Papst hat aber anders entschieden. Und in dem Punkt, das liegen ja über mehrere Jahre, längere Zeit, haben wir immer offen reden können. Er kannte meine Position, die genau gegenteilig war zu seiner Position. Er wusste, ich würde nie gegen ihn arbeiten, aber ich konnte immer offen mit ihm darüber sprechen. Und ehe die Papstentscheidung kam, als noch eine letzte Phase offen war, musste ich mal in der letzten Messe im Dom predigen und habe entgegen meiner sonstigen Gewohnheit da sehr kurzfristig eine Predigt vorbereitet mit dem Ziel, den Menschen klarzumachen, wir dürfen nicht wegen dieser Frage auseinandergehen. Es ist möglich, nochmal, der Papst hatte nicht entschieden, man kann aus den und den Gründen so denken und anders. Ich habe beide Positionen klar gemacht und habe dann auch meine Position gesagt. Also das Ziel war nicht, die Leute für meine Position zu gewinnen, sondern um zu sagen, es gibt solche Fälle, wo Christen, wo Katholiken unterschiedlicher Meinung sein können, aus guten Gründen, aber man darf da nicht total gegeneinander gehen. Diese Predigt habe ich dann geschrieben, die hatte ich vorher nicht völlig schriftlich und habe sie dann danach dem Kardinal Meißner gegeben, weil ich nicht wollte, dass der von anderen hört, was hat der Feldhoff da gepredigt, hat er die gelesen, kommt dann auf die Stelle, wo ich gesagt habe, ich bin dieser Meinung, hat er gesagt. Da hättest du aber auch sagen können, der Kardinal ist anderer Meinung. Dann habe ich ihm aber gesagt, weißt du, das wäre wahrscheinlich nicht so klug gewesen. Ich habe die andere Position aber doch richtig dargestellt. Ja, das gab er zu. Ich will mal so ein Beispiel schildern, wie man mit ihm, auch wenn man anderer Meinung war, friedlich, offen, kontrovers zwar, reden konnte. Wenn wir das so in der Station sind, zunächst lernt man, man sammelt Erfahrungen. Sie haben das gesagt, viele Berater sind wichtig, dann kommt die Güte hinzu. Dann wächst man in die Rolle rein, dass man einen anderen beraten kann. Und wenn man dann sozusagen lange genug ist, kann man auch Köln einen neuen Kardinal mit aussuchen. Das haben Sie ja dann als Dompropst gemacht, als es anstand. Es musste ein neuer Erzbischof für Köln gewonnen werden.
Und Sie waren Dompropst, da läuft das doch erstmal alles auf Sie zu, oder? Also ich habe ja zweimal wählen können. Mhm. Ich war ja schon im Kapitel, als Meißner gewählt wurde. Dann für die Wahl von Kardinal Wölki habe ich lange bevor der Kardinal Meißner im Ruhestand war, mit dem Kapitel besprochen, wir sollten in einer Zeit, wo nichts Kontroverses ist, organisatorisch, formal, vom Ablauf, jeden Schritt genau festlegen. Das hat mindestens 3 Sitzungen gedauert. Ich habe Entwürfe gemacht, die sind kritisiert worden, wir haben wieder drüber geredet. Wir hatten einen minutiösen Plan, denn die Statuten sind klar, aber wie man mit Statuten umgeht, das kann, wenn es Namen schon gibt, zu wahnsinnigen Kontroversen führen. Allein auch der Schritt, wie kommen wir zu unserem Vorschlag? Das ist ja der erste Schritt. Sie konnten Schritt. Alle Ihre Erfahrungen einbringen in diese Satzung. Ne? Da hatte ich also konkrete Erfahrungen von der ersten Wahl. Und dieser Ablauf, der ja auch nicht, der gehört nicht zu den geheimen Akten. Der ist auch für nächste Wahl. Nein, im Internet nicht. Nicht? Um Gottes Willen. Nein. Also nein, so aber ich meine, die Statuten, das haben wir vor Jahren gemacht. Die Statuten, ja, da stehen nur die Eckpunkte. Aber wie man mit Statuten umgeht, okay. Also wer ein bisschen Erfahrung hat in solchen Sachen, da kann man sich die Köpfe einschlagen. Und das haben wir so abgewickelt, das ist absolut friedlich gelaufen, weil wir vorher jeden Schritt ohne Namen, jeden Schritt genau. Also wir halten mal fest, Sie erzählen uns ja sicherlich nicht, wie das Wahlergebnis konkret war, aber... Das darf ich nicht. Aber es ist sozusagen ja erzählt worden, dass er mit großer Mehrheit gewählt worden ist, Kardinal Wölki dann. Er ist gewählt worden, mehr sage ich auch. So entlockt man einem Medienprofi nichts. Aber Sie mussten sozusagen dann... Natürlich mit Mehrheit gewählt worden. Mit Mehrheit gewählt worden, sonst wäre er gar nicht im Amt. Ist das jetzt so, Sie haben gesagt, Sie haben den Kardinal Meißner in vielen Sachen beraten. Wie ist das im Moment mit Kardinal Wölki? Sucht er auch Ihren Rat? Kommt er nochmal vorbei? Fragt er nochmal? Er hat, glaube ich, in 1 oder 2 Fällen mit mir in Personalien gesprochen. Sonst, ich halte mich völlig zurück. Wenn er mich fragt, würde ich immer ehrlich meine Meinung sagen. Aber ich halte überhaupt nichts davon. Also meine ganze Lebenserfahrung spricht in dieser Richtung, dass Leute, die so lange in solchen Funktionen waren, dann hinterher glauben, sie wüssten immer, was richtig ist. Natürlich habe ich manche Meinung, aber die Zeit geht weiter und zum Beispiel mit dem ganzen Zukunftsweg, ich lese die Texte nicht, ich halte mich da völlig raus, ich bilde mir da gar keine Meinung, ich weiß, wie schwierig das ist und lasse die in Ruhe arbeiten. Wenn ich da überhaupt sachlich was sagen wollte, dann müsste ich ja arbeiten. Und das würde meinem Streben, im Ruhestand zu leben, total widersprechen. Das sind dann die Freuden des Ruhestandes, genau. Den man auch genießen kann. Genau. Aber trotzdem nehmen Sie doch sicherlich so innerliche Diskussionen, meinetwegen wie um den Zölibat war. Sie leben seit priesterliches Leben, ist zölibatäres Leben. Wenn Sie auf so eine Lebensform schauen, wie Sie das damals sozusagen entschieden haben, wie Sie die Lebensform gelebt haben und wenn Sie jetzt die Diskussion, die aktuelle, erleben, wie bewerten Sie sowas? Also zunächst mal wehre ich mich schon heftig gegen das Wort Pflichtzölibat auf meine Person bezogen. Ich kann das nachvollziehen, wie das entstanden ist, aber das ist eine theoretische Sache. Bei mir ist das gewachsen, habe ich eben gesagt, dass ich Priester werden wollte und das war selbstverständlich. Ich habe mich aber in keiner Sekunde gezwungen gefühlt, jetzt den Zölibat noch zusätzlich in Kauf zu nehmen. Das war eine Einheit. Dann bin ich 1971 noch als Sekretär von Kardinal Höffner auf der damals sehr bedeutenden und auch noch heute berühmten Bischofssynode in Rom gewesen, die sich mit der Priesterfrage auseinandergesetzt hat. Damals waren alle Bischofskonferenzen der Welt auch zu der Frage Zölibat gefragt worden. Und ein erheblicher Teil dieser Konferenzen hatte mehrheitlich gewisse Modifizierungen wie Viri Probati oder anderes angepeilt. Ich weiß das deshalb,
weil der Kardinal Höffner mich gebeten hatte. Der hatte eine zentrale Rolle in dieser Bischofssynode. Für ihn aus den Unterlagen, die wir alle in Köln hatten, von allen Bischofskonferenzen, aufzulisten, wie die Bischofskonferenzen zur Zölibatsfrage votiert hatten. Was ich nie vergesse, war, dass die amerikanische Bischofskonferenz nicht mal zu einem einheitlichen Votum gekommen war. Die hatten zwei Voten abgegeben. Und deshalb war ich war die ganze Zeit mit in Rom, habe da erlebt, da ist offen, ungezwungen diskutiert worden. Und bei der Zölibatsfrage, das ist gerade in diesen Tagen noch mal in der Zeitung veröffentlicht worden, war eine deutliche, aber keine überwältigende Mehrheit. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf mehr genau. Also es war eine deutliche Mehrheit für die Beibehaltung, obwohl vorher so viele unterschiedliche Voten waren. Und meines Erachtens war sicher maßgeblich auch der Kardinal Höffner, der ja bekannt war für seine 10 Thesen zum Zölibat und der auch in der Synode Bedenken angemeldet hat, wenn wir an irgendeiner Stelle regional oder viri probati was öffnen, hat das auf Dauer eine Sogwirkung, dass der Zölibat ganz fällt. Und die Frage Pflichtzölibat, da hat er mit der altkatholischen Kirche argumentiert, die damals bei der Gründung Ende 19. Jahrhundert gesagt hat, wir wollen den freiwilligen Zölibat. Bei uns kann einer Priester werden, der heiratet, aber wir schätzen auch den Zölibat hoch. Und faktisch hat sich das so entwickelt, dass meines Wissens heute alle altkatholischen Priester verheiratet sind. Er hat daraus gefolgert, es wird dann eine Entwicklung kommen, dass es nur noch zufällig unverheiratete Priester gibt, aber als Zeichen bleibt das nicht mehr erhalten. Das, glaube ich, ist meine persönliche Meinung, war auch maßgeblich also für die Mehrheitsverhältnisse auf der Synode. Nach der Synode war dann in der Thomas-Morus-Akademie eine Podiumsdiskussion, wo die mich auch eingeladen haben, armer Sekretär, ob ich da im Podium mitmachen würde, weil ich ja das Ganze erlebt hatte. Kardinal Höffner gefragt, war einverstanden. Und dann bin ich gefragt worden, dass ich weiß sonst nichts mehr, aber so bestimmte Fragen kann man behalten. Glauben Sie denn, dass mit dieser Abstimmung auf der Bischofssynode das Thema Zölibat endgültig entschieden ist? Da habe ich gesagt, nein, das wird niemals endgültig entschieden sein. Und insofern wundert es mich überhaupt nicht, dass jetzt die Frage wieder neu aufbricht. Da sind ja zwischendurch auch noch andere Erklärungen gekommen. So sehr ich für mich persönlich überzeugt bin, dass es die richtige Entscheidung war, keine einfache Entscheidung, aber klar und richtig, nehme ich an, dass es auf Dauer viri probati und andere Lösungen geben wird. Mich hat immer beeindruckt, Karl Rahner hat vor endlichen Jahren mal geschrieben, so sehr er auch den Zölibat, die Ehelosigkeit der Priester schätzt, das Entscheidende ist, haben wir genug Priester, dass die Messe gefeiert werden kann. Und das Argument spielt ja jetzt, soweit ich das aus Medien mitbekommen habe, bei dem Urteil der Amazonas-Synode auch eine entscheidende Rolle. Solche Prozesse begleiten Sie nach wie vor. Klar, wenn man ein Leben lang an den Schaltstellen war, dass man das sozusagen in der Zeitung nicht überliest, sondern natürlich die Berichte nochmal sich genauer anschaut. Sie waren ja auch immer jemand, der Macht sozusagen ausgeübt hat. Das gehört zu diesen Funktionen. Wenn man Generalvikar ist, ist man einer der mächtigsten Männer. Noch dazu, wenn man im Erzbistum Köln ist. Sie waren Finanzexperte, Sie waren geschätzt als Finanzexperte über viele Sachen. In der aktuellen Debatte erleben wir, dass gerade diese Macht stark hinterfragt wird. Wie denken Sie selber, verträgt es sich Kirche und Macht? Wie haben Sie das selber erlebt? Ich fange mal mit einem Brief an, den mir der zweifellos sehr bedeutende Vorgänger als Generalvikar Josef Deusch nicht nur geschrieben, sondern übergeben hat,
als ich Generalvikar wurde. Du kommst doch zu mir, machst einen Antrittsbesuch. Ja, wir kannten uns länger. Und ich habe hinterher gehört von Kai Höfner, dass er sogar für meine Ernennung war. Also er war nicht gegen mich. Da hat er einen Brief geschrieben, den habe ich sehr bald ins Archiv gegeben, für die Akte Josef Teusch, nicht für meine Akte. In dem Brief steht unter anderem, ein Generalvikar muss Blut sehen können. Das ist, sagen wir mal, ein Element der Macht in sehr radikaler Weise formuliert. Also in Leitungsämtern muss man entscheiden können und muss man Macht haben. Alles andere ist eine Illusion. Ich war sehr für eine noch stärker kontrollierte Macht in der Kirche. Ich hatte die Hoffnung, dass bei der Überarbeitung des Kodex, dem jetzt geltenden Kirchenrecht, eine Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeführt worden wäre. Das heißt, um das also nicht Fachleuten klarzumachen, jede Kirchengemeinde, die glaubt, durch eine Entscheidung des Generalvikars ungerecht behandelt worden zu sein, hätte zum kirchlichen Verwaltungsgericht gehen können und diese Entscheidung wäre überprüft worden. Das ist nicht gekommen. Man hat mir gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kann es, ist aber sehr glaubwürdig für mich, dass der Papst Johannes Paul selbst gegen diesen Entwurf in dem neuen Kodex gewesen sei, weil er Sorge hatte, dass in den damals noch kommunistischen Ländern in solche Verwaltungsgerichte auch antikirchliche Leute hätten kommen können, die dann Einfluss auf kirchliche Arbeit genommen hätten. Weiß nicht, ob es stimmt, ist aber denkbar. Jedenfalls, ich war dafür, weil das präzise, geordnet, kontrollierte Macht gewesen wäre. Im Moment ist das ja wieder ein Top-Thema. Es ist ein Top-Thema, wobei ich nur sage, da könnt ihr mich immer für haben. Als Generalvikar habe ich das gesagt. Und nicht erst heute, wo mir keiner mehr was tun kann. Kontrollierte Macht ist notwendig. Menschen machen Fehler und es ist gut, wenn man das kontrollieren kann. Wenn man ein Leben lang wie Sie gewirkt hat, für das Reich Gottes gekämpft hat und merkt, so am Ende, Sie sind im verdienten Ruhestand, trotzdem lösen sich viele Dinge auf, nichts ist mehr so, wie es war, was gestern noch galt, gilt vielleicht morgen nicht mehr. Was macht das mit einem? Was löst das in Ihnen aus? Natürlich ist es im Moment besonders schrecklich. Und das hat auch konkrete Gründe, die Sie angesprochen haben. Dennoch sage ich immer, das kommt in der Heftigkeit und auch in der Zerrissenheit, die innerhalb der Kirche zurzeit ist, nicht völlig aus dem luftleeren Raum. Ich habe schon mit dem Kardinal Höfner, der 87 bereits gestorben ist, also vor 32 Jahren, in einem seiner Winterurlaube mal beim Spaziergang durch den Schnee, da war er ziemlich bedrückt und sagte dann, die Kirche muss doch wachsen, die muss verkündigen, das ist der Missionsauftrag. Und damals habe ich ihm schon gesagt, das ist auch meine Meinung, meine Überzeugung, aber es gibt halt Zeiten, wo wir faktisch nicht wachsen können, wo wir es nur darauf ausrichten können, den Stand zu halten aus unserem Glauben, aus unserer Überzeugung. Und ich habe mehrfach auf der Kanzel, auch im Dom, gesagt, ich hoffe und bete, dass dieser Dom immer Gottesdienststätte ist. Ich bin aber in Hippo gewesen, wo Augustinus Bischof war. Im Urlaub mal. Die frühere Kornkammer Italiens, Tunesien, ist heute Wüste. Das Gebiet, wo früher der Weizen wuchs, ist Wüste. Diese blühende Bischofsstadt Hippo ist heute eine Ruinenstadt und religiös gesehen ist ganz Tunesien ein islamisches Land. Die Christen sind da weg. Sowas kann es auch bei uns geben. Es ist nicht meine Angst und schon gar nicht meine Hoffnung. Aber
Ich habe immer wieder aus der Geschichte heraus gedacht, wir dürfen hier nicht sicher sein. Es kann bei uns alles zugrunde gehen. Und habe meine Aufgabe im Dienst darin gesehen, möglichst daran zu arbeiten, dass ich nicht wesentlich mit Schuld bin, dass es so welch abgeht. Also es ist traurig, was im Moment ist, aber es wäre falsch zu meinen, das kommt so aus heiterem Himmel. Das ist allmählich gewachsen worden. Als ich Priester wurde, hatte Köln etwa 2,6 Millionen Katholiken. Ich habe aufgehört als Generalvikar vor 15 Jahren, vor plus minus 20 Jahren, ich weiß es nicht genau, habe ich einmal in irgendeiner Konferenz gesagt, wann ich rechne, dass wir weniger als 2 Millionen Katholiken haben. Da habe ich aber ein Jahr genannt, das noch nicht erreicht ist. Wir sind schon unter 2 Millionen Katholiken. Und die neuen Prognosen, das ist ja alles heute wissenschaftlich, ich habe da nichts Wissenschaftliches gemacht, sind so, wir werden kleiner, wir werden schwächer, wir werden unbedeutender in der Gesellschaft, eindeutig. Das kann auch, ein solcher Schrumpfungsprozess kann, auch auf Dauer wieder zu einer Neubesinnung führen. Aber das Schrumpfen allein führt nicht zur Verbesserung. Also das auf keinen Fall. Da wir den großen Bogen der Kirche gespannt haben, vielleicht noch mal ganz konkret auf Ihren eigenen Lebensbogen. Mit 80 ist sozusagen ein Zenit ohne Frage überschritten. Es sind die letzten Wege, die man in Angriff nimmt. Sie als Christ, als Priester darf man fragen, was liegt noch vor Ihnen? Worauf freuen Sie sich? Also natürlich setzt man sich, wenn man älter wird, automatisch auch mit dem Ende auseinander. Mein Wunsch ist, dass viele nicht verstehen, ich möchte nicht mehr so lange leben. Nicht, weil es mir schlecht geht. Also ich weiß es nicht. Also ich habe schon Angst, wenn man bettlägerig wird, hinfällig und so. Das ist nicht das Sterben, also dieser Weg dahin. Das macht mich bedenklich. Dann denke ich, habe mit manchen noch drüber gesprochen, wie sieht das denn danach aus? Und ich habe mich für mein Beten und Denken auf einen einzigen Begriff konzentriert, habe dazu auch im Computer eine Datensammlung angelegt, wo ich diesen Begriff finde, in der Bibel, in der Liturgie, in Literatur. Das ist Ruhe. Ich komme da nicht mit Mahl und Gemeinschaft, das kann alles in der Ruhe drin sein. Und ich sage nur mal ganz einfache Begriffe, in der Beerdigungszeremonie und in Fürbitten heißt es immer, gib ihm die ewige Ruhe. Und in einem biblischen Psalm heißt es, er führte sie nicht in das Land seiner Ruhe. In Ruhe ist für mich alles. Das ist nicht tot. Eine wirklich gefüllte Ruhe hat auch mit Leben zu tun. Und insofern verstehe ich mein jetziges Leben, den Ruhestand, als die vorsichtige Vorbereitung auf die ewige Ruhe. Die wünsche ich Ihnen jetzt noch nicht und so möchte ich das Interview auch nicht beenden. Erzbischöfe schreiben ein geistliches Testament, was Sie sozusagen der Nachwelt mitgeben wollen. Gibt es eine Sache, zwei Sachen, ein Leitwort, wo Sie sagen, daran haltet fest, das ist mir wichtig, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Das hat mein Leben so lange geprägt. Das war mir eine gute Orientierung. Also bei allen Schwierigkeiten, die die Kirche hat, würde ich sagen, versucht nie ohne Kirche zu leben. Ganz eindeutig. Ich habe mit einer Dame, die mal katholisch war und aus bestimmten Gründen evangelisch geworden ist, gesprochen. Und die hat gesagt, mir war klar, Glaube kann ich nicht alleine leben. Aus bestimmten Gründen hat sie die katholische Kirche verlassen, ist evangelisch geworden. Also das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Lasst euch nicht irre machen durch irgendwelche Kleriker. Ich habe als Kind viele, viele Priester kennengelernt. Und ich würde fast sagen,
der größere Teil ist für mich kein Vorbild gewesen. Es gab natürlich einige, die Vorbild waren, aber das war der geringere Teil. Und ich habe mit meinen Eltern immer gelernt, offen auch über Fehler von Priestern zu sprechen. Bei uns war das zu Hause nicht tabu. Und insofern würde ich sagen, lasst euch nicht, wenn euch ein Papst, ein Bischof nicht gefällt, das ist alles kein Problem. Die Kirche wird bleiben bis zum Ende, auch wenn sie noch so einen Mist macht. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzliches Dankeschön an Prälat Norbert Feldhoff. Wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag konnten wir dieses Interview und Gespräch führen. Herzliches Dankeschön, dass Sie bei uns waren, dass wir die Gemeinschaft mit Ihnen insofern hatten. Dankeschön. Gerne. Ja.